Ihr hattet euch gewünscht, dass wir uns mal ein bisschen genauer in einem Video die Arena Defenses genauer angucken. Worauf muss man achten, wenn man selber eine Arena Defense baut? Was sagt das Thema Runen? Welche Monster sind gut, die ihr benutzen solltet? Wie runt man die ganzen Monster? Und was ist vielleicht sogar auch noch psychologisch dabei bei einer Arena Defense? Manchmal müssen Arena Defenses nämlich nicht nur gut gerunt sein, sondern auch nur scary aussehen und können euch schon verteidigen. Alles, was dazugehört zur Arena Defense, gucken wir uns heute einmal in diesem Video genauer an. So, und wenn es ums Thema Arena Defense geht, dann ist vorher nochmal ein Tipp ganz, ganz wichtig, bevor ihr euch jetzt zu tief im Thema Arena Defense verstrickt. Für mich persönlich, was ich bei vielen Accounts immer gesehen habe, wenn ich mal ausgeholfen habe beim Thema Arena Defense, ist tatsächlich, dass ihr zuallererst erstmal gucken solltet, ob ihr den Kanal abonniert habt und dann, ob ihr hier sozusagen die richtigen Arena Offenses beziehungsweise genug Arena Offenses, also ihr müsst jetzt nicht richtig viele haben, aber ihr müsst Antworten haben gegen gängige Arena Defenses, damit ihr einfach vom Rang her, je nachdem was ihr anpeilt, auch sozusagen nach oben kommt, weil eine Arena Defense hält euch nur maximal auf dem Niveau, wo ihr euch hinspielt, aber euch da hinzuspielen ist ja die... Das ist ja die Kunst sozusagen. Ich habe noch nicht erlebt, dass eine Arena Defense jemanden quasi nach Guardian bringt, ohne dass er irgendwie spielen muss. Also das habe ich noch nicht gesehen. Deswegen Arena Offenses sind viel wichtiger als Defenses. Das schon mal vorne weggeschickt, bevor ihr euch jetzt zu sehr am Arena Defense Thema verrennt. Weil ihr solltet wirklich vorher gucken, ob ihr nochmal gute Arena-Offs gebaut habt. Was vielleicht auch gute Arena-Offs sind oder wo ihr euch nochmal Ideen holen könnt. Ich habe dazu schon mal einige Videos gemacht. Im letzten Jahr, 2022, habe ich eins gemacht. Für 2023 habe ich eins aktualisiert. Und ich werde immer wieder Arena-Off-Videos hier präsentieren, die ich so nutze. Da könnt ihr euch gerne daran orientieren. Und wir hatten auch übrigens schon mal ein Arena-Off-Video gemacht mit dem Account hier. Auf dem Account meiner besseren Hälfte haben wir schon mal G3 abgerissen. Mit genau dieser Defense, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, und mit der Offense Leo Lucifer, aber die muss man natürlich erstmal haben. Trotzdem wollte ich nochmal vorne wegschicken, Offenses sind wichtiger als Defenses. So, und dann greifen wir vielleicht schon mal direkt an hier bei, warum ist beispielsweise diese Defense für manche Leute in höheren Bereichen super scary gewesen, wenn man sich so weit hochspielen kann. Leute, die weiter oben spielen, haben ja eine gewisse Erfahrung, einen Erfahrungspool, was sind Defenses, was sind so Parameter, die Defenses eklig machen. Und unter anderem ist das neben dem Thema Runen und Artefakte natürlich, wie sieht die Defense überhaupt aus? Also was bringt sie mit? Sie bringt hier beispielsweise eine 24er Tempo-Lead mit. Ein Monster wie Halfas, was nicht sofort getötet werden kann mit so Monstern wie Lucian. Also Multi-Hits töten Halfas für gewöhnlich nicht, sondern nur starke Single-Target-Nukes. Deswegen, dort geht er sein Passiv an, wo er dann unverwundbar wird und sein Leben zurücksaugt. Dann haben wir noch ein Monster mit Yonhua, wo hier passiert... Wenn sie angegriffen wird, sorgt sie dafür, dass sie die Melodie des Grolls auf einmal passiv auf alle Gegner bringt. Das bedeutet Angriffskraft, Debuff. Also wenn man diese Defense einfach nur quasi berührt, dann triggert hier schon die Yonhua und kann Angriffskraft, Debuffs verteilen, was beispielsweise für einen Lucian, wenn man vor dem Lucian noch einen anderen Damage-Dealer spielt, was bedeuten würde, dass der Lucian euch höchstwahrscheinlich nicht one-shotten kann, weil ihr einen Angriffskraft, Debuff habt. Schon zweiter Punkt, warum diese Defense vielleicht eklig ist. Dritter Punkt ist, hier ist eine Celia. Celia hat 113 Base Speed und 24er Speed Lead hier oben drin. Was für viele fortgeschrittenere Spieler so ein bisschen die Panik auslöst von wegen, oh shit, wenn die richtig gute Runenhand auf Swift ist, dann kann das bedeuten, dass du in der ersten Runde vielleicht den Gegner nicht outspeedest. Dadurch, dass du ja, und wenn du ihn nicht outspeedest, dann kriegt Celia die Runde, sleept euch total ein und ihr könnt eure Arena-Offense eigentlich schon direkt vergessen. Das ist quasi der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist, ihr habt hier sogar noch, sollten alle Bäche reißen, ja, sollte alles, was ihr euch überlegt habt, nicht funktionieren, habt ihr trotzdem noch einen Ariel, der normalerweise auf Triple Nemesis sein sollte und der dann, wenn hier quasi genug Schaden auf Ariel passiert, aber so, dass er nicht stirbt, eine Runde bekommt und alles wieder hochheilt und dementsprechend dann auch wieder sozusagen den Schaden, der passiert ist, im Nachgang reaktiv negieren kann. Also ihr seht, hier sind vier verschiedene Punkte, wo sich Leute schon sagen, das ist ja ziemlich eklig, und so mal so der Gedankengang, wie das Ganze so vonstatten geht, worauf hier, warum diese Defense hier beispielsweise ziemlich eklig sein kann. Nun
dadurch, dass ich jetzt auch die Runen so ein bisschen gezeigt habe und Leute, die sich so ein bisschen auskennen, wissen, man kann erstmal grundlegend mit einer Arena-Defense nicht gegen alles verteidigen. Das geht nicht. Also grundlegend nicht. Ne? Also, wenn Leute euch angegriffen haben mal und feststellen, oh, wait, die ist ja gar nicht so geruht, wie ich sie erwartet hätte vielleicht, dann könnt ihr schnell auch zu Food werden. Deswegen der psychologische Faktor vorneweg, dass so eine Defense erstmal aus verschiedenen Punkten scary, also angsteinflößend aussieht, ist manchmal schon sehr viel wert. Ich habe schon Leute gesehen, die Defenses reingestellt haben, die hatten dann vielleicht mal eine Neftis, eine Molly und vielleicht auch noch eine Manon dabei und also super eklige Sachen, wo du denn so sagst, oh, so, du guckst die Defense an und sagst dir, gar keine Lust, wirklich gar keine Lust, die anzugreifen. Wer weiß, wie die geruht ist. Und wenn du dann die Runen gesehen hast, dann hast du da fast einen Heulkrampf gekriegt, so schlecht waren die. Aber manche Leute sind damit trotzdem G1 gekommen oder wie wir mit dieser Defense hier und der guten Offense mit Lee Lucifer sogar bis G3, Rang 14. Also das war, oder war es Rang 13, wie auch immer. In jedem Fall wollte ich mal so ein bisschen nochmal ja, euch zeigen, dass vor allem auch so der psychologische Faktor, was alles mit reinspielen kann für eine Defense, wichtig ist. Also Punkt Nummer 1, habt ihr eine Speed-Lead oder habt ihr eine HP-Lead? Wenn ihr eine Defense aufbauen wollt, guckt auf eure Leader-Fähigkeiten und die beiden wichtigsten sind eigentlich Speed-Lead oder HP-Lead. Ihr wollt keine Defense-Leads, warum? Oder Attack Lead auch nicht. Logisch, Attack ist, glaube ich, noch nachvollziehbar, weil ihr wollt ja verteidigen und nicht angreifen. Aber Defense Lead deswegen nicht, weil es so Monster wie Lucian gibt oder andere Monster, die Verteidigung ignorieren können. Und wenn man Verteidigung ignoriert, bringt euch eine Verteidigungslead nichts, die die Verteidigung nochmal erhöht, weil sie wird eh ignoriert. Dementsprechend HP oder Tempo-Leader sind meistens für die Arena-Defense sehr häufige Kollegen, die man hier sehen kann. Neben der Leader-Fähigkeit sind jetzt natürlich noch andere Faktoren wichtig, nämlich zum einen, dass ihr euch vielleicht überlegt, wogegen wollt ihr denn überhaupt, sage ich mal, verteidigen? Also Arena Defense heißt ja, ihr wollt verteidigen, aber nicht einfach so hinwerfen von wegen so, jetzt mach was draus, sondern ich würde euch immer empfehlen, versucht euch auf eine bestimmte Art von Defense so gut wie möglich, eine bestimmte Art von Offense so gut wie möglich in der Defense vorzubereiten. Also beispielsweise, ich habe es jetzt in dem Fall so gemacht, dass ich versucht habe, mit der Defense Lucian-proof zu sein. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt hier nicht alle Artefakte drauf, aber grundlegend war hier auf dem Ariel auch noch ein Artefakt mit minus Windschaden dabei, ähnlich wie es hier bei der Yon Hua der Fall war. Minus Wind beispielsweise, also dass man wirklich auch mit den Artefakten, Artefakte sind auch in Defense sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, was mache ich mit meinen Artefakten. Dass ihr dann sagt, okay, die Defense soll eher in Richtung minus Windschaden beispielsweise sein, dann die Artefakte auch dahingehend ausrichten. Ihr könnt halt nicht alles verteidigen, aber dass ihr euch ein bestimmtes Ziel sucht, wo ihr denkt, ah, das könnte ich Probleme kriegen vielleicht, dass ihr dann versucht, da eben entsprechend gut aufgestellt zu sein. Ich kann mal so ein paar Arena-Offense-Varianten auch nochmal so erzählen, was so typische, sage ich mal, Gegner oder auch Elemente sind, die euch angreifen. Windelement sehr häufig durch Lucian, Wasserelement durchaus, auch wir sehen hier Poseidon, vielleicht auch Feuerelement durch Kaki und wir sehen auch tatsächlich Licht und, also eigentlich sind es alle Elemente, ich muss euch, Licht und Dunkelheit kann es auch sein, das sind aber mehr die Premium-Varianten, je nachdem, in welchem Bereich ihr seid. Im Lichtbereich gibt es die Klingtänzerin Lea, die kann ziemlich viel wegcleaven. Und Dunkelheit gibt es sowas wie Groggen, der dunkle Drache. Der kann auch sehr viel Aua machen. Allerdings muss man auch dazu sagen, so viele haben Groggen nicht, weil es halt ein LD-Netfive ist. Deswegen macht es am meisten Sinn, wahrscheinlich sich gegen Monster, die sehr viele haben, zu versuchen zu verteidigen. Dementsprechend, ich mache immer gerne Lucian, weil das ist das häufigste Monster, was Leute spielen. Macht auch am meisten Sinn. Für alle anderen Monster braucht man meistens dann, sage ich mal, andere Netfives, um sie gut einsetzen zu können. Oder man braucht entsprechende Runenqualität. Wenn ich jetzt an beispielsweise Julie denke, die Pire, also nicht Clara hier unten, sondern die Schwester in Wasser von Clara, die kann man ja auch durchaus in der Offense spielen, aber das ist selten der Fall, dass Leute das machen, weil da braucht man dann wieder richtig gute Runenqualität. Selbes Spiel auch für Poseidon. So, den kann man zwar hinstellen, aber der braucht trotzdem gute Runen und braucht meistens noch eine Kombination mit Tiana und Galleon, dass das auch alles richtig funktioniert. Deswegen Lucian wahrscheinlich mit die häufigste Offense, gegen die ihr verteidigen wollt, und das würde ich, wenn ihr anfangt mit Arena-Defenses bauen, darauf würde ich mich erstmal zuerst konzentrieren. So, und bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter reingehen, wir hatten ja gerade gesagt, okay, die Leader-Fähigkeiten sind wichtig, wogegen ihr verteidigen wollt, ist wichtig, also dass ihr euch wirklich im Fokus setzt. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, okay, welche Monster eignen sich denn grundlegend gut für eine Arena-Defense?
Wir hatten es gerade schon gesagt, Leader-Fähigkeiten sind gut. Und wenn ihr jetzt mal hier Monstertyp, nicht Monstertyp, Leader-Fähigkeit auf allgemein setzt oder allgemein muss gar nicht, einfach nur hier auf Tempo suchen. Und dann geht ihr erstmal grundlegend, wenn ihr jetzt beispielsweise gegen Lucian verteidigen wollt, geht ihr erstmal grundlegend in die Feuersektion rein, weil Lucian hat Attribut Nachteil gegen Feuermonster. Dementsprechend suchen wir uns alle Speedleader, die eine Feuer gegen, also die Feuerelement haben. Und eine der besten aus meiner Sicht ist Vanessa. Vanessa wird nur häufig sehr falsch gebaut, weswegen sie dann meist für euch nicht so gut funktioniert. Viele Leute versuchen Vanessa hier irgendwie noch auf ein Damage-Bild zu bauen in der Arena Defense, was ich total merkwürdig finde. Muss dazu sagen, ich habe das früher auch so gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Aber Vanessa ist ein super Monster, was 33er Speedlead hat, was noch ein Wiederrückkehrungspassiv hat. Also das heißt, dass das wieder ein Monster, selbst wenn es stirbt, wiederkommt mit der Tech-Buff. Und kann durchaus, wenn sie ausgeskillt ist, auch mal mit dem einen oder anderen Vio-Proc, solltet ihr sie überhaupt auf Vio bauen, dann auch wieder dafür sorgen, dass sie ziemlich unbequem werden kann. Vanessa wahrscheinlich eine der besten 33er Speedleader für die Arena-Defense. Ansonsten gibt es hier im Feuerbereich gar nicht mehr so viel wahrscheinlich. Maximal sowas, wenn ihr wirklich mal mit einer Chloe Trap spielen wollt. Gibt Chloes, die man auf Nemesis baut, die bewusst nicht super schnell sind, aber so, dass wenn der erste Fluff-Damage auf den Gegner draufkommt, dass sie so viel Angriffsbalken durch das Nemesis-Head bekommen, dass sie direkt die Runde kriegen und dann durch Fnatic die dritte Fähigkeit so zwischencutten können. Aber das ist eher sehr Nische, würde ich euch nicht so grundlegend empfehlen. Ansonsten gibt es noch 33er Speedlead. Die andere Variante ist mehr so gerade raus. Psamath für mehr Damage. Hier müsst ihr darauf achten, dass Psamath auf jeden Fall seinen Wille-Runen trägt, damit er nicht geresettet werden kann. Der dritte, der Passiv, ist ja hat der Cooldown-Möglichkeiten, was bedeutet, man kann sie auch resetten. Und viel mehr Varianten in der Speedlead erfolgreich sehe ich eigentlich maximal noch im LD-Bereich. Wir haben ja Halfas schon gesehen, der kein schlechtes Monster dafür ist. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, die wirklich jetzt auch für die Arena gut gedacht sind. Da sehe ich eigentlich nicht mehr so viele Vertreter, die man hier noch stellen könnte, die für euch dann auch in der Defense Sinn machen, was Speed angeht. Wenn wir jetzt mal weitergehen und gucken, okay, welche guten Monster könnte man, was Leader-Fähigkeiten angeht, noch mitstellen, dann geht man natürlich auch gerne wieder in den Feuerbereich wegen Anti-Lucian und dann vielleicht auch mit so übergreifenden HP-Leads. Kanal, der Slayer in Feuer ist zum Beispiel so ein Vertreter, den man dort sehr häufig sehen kann. Ein sehr gutes Monster, was dort reingespielt werden kann. Ich weiß nicht, ob mittlerweile sogar auch Kumar gespielt werden könnte, wenn ihr jetzt gar keine HP-Leader habt, so als letzte Lösung, weil der hat zumindest die HP-Leads, war nur 33% und er kann halt auch mit der ersten Fähigkeit strippen, was schon ziemlich eklig sein kann. Und wenn ihr den auf, sag ich mal, noch ein bisschen Gewalt spielt oder vielleicht kann man den auf Qual spielen, ich habe keine Ahnung, kann ja vielleicht sogar mal so ein bisschen eklige Sachen machen und heilt ja auch sein Team wieder. Alternativ, wenn man jetzt diese beiden Monster nicht hat, ist für die HP-Lead auch noch Xingzhe nicht so schlecht. Der hat HP-Lead und ein Passiv, der Schaden reduziert. Damit auch wahrscheinlich somit das zweitbeste Monster für die HP-Lead, die man noch mitspielen kann. Welches Monster ich euch übrigens gar nicht empfehlen kann, aus eigener Erfahrung, ist Akroma. Akroma ist einfach nur Food in der Defense. Ansonsten an den LD-Netfives Negong kann auch ziemlich räudig sein mit seiner dritten Fähigkeit, sobald die nämlich raus ist oder auf Cooldown. Passiert hier nämlich 15% Schadensverringerung plus die HP-Lead plus das Negong einfach 12.800 Leben hat, ist wirklich eklig. Wirklich eklig, das sind so die HP-Lead-Varianten, die ich so kenne, die ich sehr häufig spiele. Eine so ein bisschen elementgebundene HP-Lead, die kann ich euch auch noch mitgeben, wäre tatsächlich Ariel. Ariel-Lead, also ihr spielt den komplett als Leader und spielt dann nur Wassermonster, die super tanky sind und die quasi auch Lucians überleben können. Also dass ihr quasi direkt mit Lucian rechnet und dass ihr dann quasi gegen Lucian verteidigen könnt. Das wäre dann beispielsweise so eine Offense, so eine Defense. Ariel in der Lead. Dann spielt ihr sowas wie Rina. Aber das ist meistens, diese Art von Defense, die ich euch jetzt vorschlage, sind eher so für die letzten 5 Minuten in der Rush Hour, weil die sind super, die kann man schlagen. Die besiegt man auch, aber man braucht sehr lange dafür. Dann kann man sowas reinstellen wie Rina oder auch, wenn man die Premium-Variante hat von Rina, das habe ich nicht, beziehungsweise meine bessere Hälfte hat es, es wäre Camilla. Momentan ist Camilla auch noch sehr, sehr stark. Also ihr spielt dann quasi Wassermonster, Ariel mit der HP-Lead und dann mehrere Wassermonster, die sehr schwer zu töten sind, auf den ersten Blick.
und die gegebenenfalls auch heilen können. Also was Camilla, wenn ihr da mehrere von habt, sogar Ariel Doppel-Camilla, richtig eklig. Oder tatsächlich gibt es auch eine zweite Wirkungsvariante noch, die man zocken kann, nämlich Dagora. Der kommt selber wieder und kann sich selber heilen und stirbt nicht so schnell und kann ziemlich eklig sein. Hat auch eine 15er HP-Lead, aber ja, sowas könntet ihr wenigstens von den Leader-Fähigkeiten herstellen. Dann schauen wir jetzt mal weitere Monster an, die ihr mit in die Arena-Defense stellt. Wir hatten gerade so ein bisschen über Leader gesprochen, die ihr reinstellen könnt. Und jetzt vielleicht noch so ein paar Ideen, was ihr in die Defense stellen könnt. Da möchte ich erstmal grundlegend gar nicht so viel vorwegnehmen, weil Defenses fließen immer so ein bisschen, je nachdem, was für neue Monster auch rauskommen, was so aktuell gespielt wird. Ich würde euch da einen grundlegenden Tipp geben. Geht mal, wenn ihr in der Arena seid, geht mal hier unten auf Info und dann klickt ihr auf Rankings. Und dann habt ihr, versucht es vor allem mal auszuloten, wenn ihr so in Richtung Sonntag unterwegs seid. Also an einem Sonntagabend vielleicht mal so ab 18 Uhr, versucht mal so ein bisschen, vielleicht auch eher so ab 20 Uhr, so ein bisschen in die Rankings hier reinzugucken. Und was ihr machen könnt, ist so euch diese Kollegen einfach anzuklicken. Ihr klickt hier einfach mal drauf, auf den Rang 1 und dann habt ihr, könnt ihr die Verteidigungsinfo anschauen und dann seht ihr, was oben gespielt wird. Und unter anderem sehen wir hier eine Kombination aus recht Free-to-Play-Monstern, kann man fast schon sagen. Und ihr seht, sowas könnte, also recht Free-to-Play, die Molly muss man natürlich erstmal haben, aber ihr seht, Clara als Speedleader, da haben wir eine 19er Speedlead, die habe ich vorhin völlig vergessen, weil Clara hat gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, AOE zu strippen, hat ein recht solides Base-Speed. Wenn ihr richtig gigaschnelle Runen habt, kann die ziemlich eklig sein. Mit Manon und mit Molly habt ihr das Problem, dass ihr euch entscheiden müsst. Einen von beiden müsst ihr fokussieren. Und ihr habt dann immer den Passiv des anderen möglicherweise als Problem, weil ihr dann mit Molly entweder die Chance habt, dass ihr, wenn ihr Molly nicht fokust, dass wir auf dem anderen Monster dann anfangen können zu verfehlen, was dann keinen Schaden macht. Oder Manon, wenn ihr Manon nicht fokust, dass das andere Monster dann einfach geblockt wird, der Schaden durch den Manon-Passiv. Also ziemlich eklig. Und wenn ihr euch Camilla angreifen wollt, das geht gar nicht, weil die nicht sofort tötbar ist. Vor allem nicht, wenn ihr crittet. Und das ist ziemlich, ziemlich eklig, die Kombi hier. Da könnt ihr euch so ein bisschen, sage ich mal, Inspiration holen und klickt euch einfach mal so ein bisschen durch die verschiedenen Ränge durch. Natürlich würden ja auch mal ein paar Leute dabei sein, die so ein bisschen leuchten vor LDNet5s. Ne, hier sehen wir zum Beispiel auch eine Variante mit 33er Speedleap Samaf, mit Clara als der AOE-Stripper der Wahl, der vielleicht auch spielbar ist. Übrigens Clara, noch ein Satz zu Clara. Clara hat auch perfekte KI, wenn sie Full HP ist. Also das ist vielleicht auch noch was, woraus Clara vielleicht auch noch so durchaus soliden Monster für die Arena Defense machen kann. Dann haben wir hier Neo. Der Neo, der, gut, das könnt ihr wahrscheinlich nicht stellen, was ich hier schon so gesehen habe. Das ist hier, ich weiß, die sehen alle so verkringelt hier aus. Nigong, Molly, was ist das hier? Valantis und der nicht Amduat, sondern wie heißt der Kerl hier? Ja, ihr wisst schon, der Licht-Horus halt. Vedjat war das, glaube ich, genau. Guckt euch hier einfach mal so ein bisschen durch. Da seht ihr schon so ein bisschen, worauf ich gerade schon, sag ich mal, abgezielt habe. Leute nehmen meistens eine Speed-Lead oder eine HP-Lead und dann sind da mehrere Threats drin. Entweder schwer zu töten, entweder strippen die euch die Buffs runter oder irgendwas anderes in der Richtung. Hier auch wieder Pontos, 24er Speed-Lead. Wir haben Nora als AOE-Strip. Wir haben Amduat, der mit seinem Passiv in gegnerische Attack-Bar-Erhöhungen reinkatten kann. Und wir haben wieder Camilla, die ziemlich schwer zu töten ist, hier beim guten Nicers-Meister. Ziemlich eklige Defenses. Wir können vielleicht auch noch gleich noch mal so ein bisschen uns grundlegende Monster anschauen. Hier auch eine Vanessa, Savannah, Juno. Juno wieder AOE-Stripper, Abellio. So ein bisschen analog auch zu Ariel. Ein Monster, was einfach wieder hochheilen kann, wenn ihr Schaden gemacht habt. Der muss auch tanky sein, also viel HP aufbauen. Und Vanessa kann hier auch theoretisch eine Swift-Vanessa sein. Also 33er Speedlead Vanessa, nicht Vanessa, Savannah meine ich natürlich. 33er Speedlead von Vanessa plus 108 Base Speed auf der Savannah kann auch bedeuten, dass die auf Swift gespielt wird und euch schnell outspeedet. Man weiß es halt nicht. Oder es hat einfach die Juno vorne weg und dann kommt die Savannah. Also man sieht schon im Kopf, wenn man sich die Defense anguckt, kann da einige Szenarien möglich sein. Was, deswegen sagte ich auch eingangs, so eine Defense sollte auch, sage ich mal, ziemlich eklig aussehen. Übrigens auch ein sehr ekliges Monster für die Arena Defense ist der Kollege hier, Tian Lang, immer noch. Der kann einfach in jegliche Attack-Bar-Erhöhungen reinkatten, weil er die grundlegend schlechter macht. Also wenn jemand, keine Ahnung, 50% Angriffsbalken reduziert, halbiert er das Ganze einfach. Und eure Erhöhungen sind nicht mehr so gut, sodass Tian Lang da überall leider reinkatten kann und ein sehr ekliges Monster für die Arena-Defense ist.
Wir haben hier wieder Ariel, der hochheilen kann. Wir haben eine HP-Lead mit Kanal und wir haben hier sogar eine Eleanor, müsste das sein. Das Lichtpony, was ein Passiv hat, so ähnlich wie Molly, wo Leute mehr verfehlen können. Aber guckt euch hier einfach mal so ein bisschen in den Rängen immer so durch und ihr werdet dieses Muster, was ich gerade schon erklärt habe, HP-Leader, Stripper meistens oder Monster, die schwer zu töten sind, plus Heiler und weitere Möglichkeiten, die ihr da noch stehen habt, werdet ihr immer wieder sehen, muss ich dazu sagen. Also guckt euch da mal so ein bisschen durch. Und damit habt ihr auch schon so viele Monster, ich muss sie jetzt gar nicht nochmal so aufzählen, da könnt ihr schon viele Monster so abgucken tatsächlich. Deswegen würde ich jetzt gar nicht mehr so tief auf die Monsterbox hier eingehen, was man also spielen kann. Guckt da am besten selber mal nach, das kann sich nämlich immer so ein bisschen verschieben. Und ich würde jetzt mehr so darauf gucken nochmal, was runentechnisch so passieren sollte, wenn ihr vor allem mehr in so eine Tanky-Richtung geht, als wenn ihr in so eine, sage ich mal, Outspeeden Comp geht. Wenn ihr in die Tanky-Richtung hier reingeht, dann habe ich hier mal so ein Beispiel gemacht, wo es ähnlich ist. Wir haben Ariel, wir haben Windig, der übrigens nicht gedefense-breakt werden kann und Schilde platzieren kann. Wir haben Xingze mit seinem Passiv, der Schaden negiert und Vanessa, der die Leute wiederholen kann und vom Element Feuer ist. Hier gibt es sicherlich auch noch bessere Varianten dafür, aber ich habe es mal so versucht, so free-to-play wie möglich zu halten. Auch wenn man hier wahrscheinlich, ihr könntet hier wahrscheinlich auch noch eine Clara mit reinstellen, noch ein weiteres Feuermonster, geht auch. Dann vielleicht für Xingze oder für was weiß ich, also was ihr da auch immer rausnehmen wollt, könntet ihr auch machen, noch eine Clara mit rein. Sowas würde auch funktionieren. Ich zeige euch jetzt mal so ungefähr, wie ich das immer alles runen würde. Beim Runen nochmal der Hinweis, wie gesagt, entscheidet euch für eine Strategie. Wenn ihr sagt, ihr wollt den Gegner outspeeden, dann müsst ihr nicht so tanky bauen, dann müsst ihr schnell sein. Wenn ihr meint, ihr wollt den Gegner überleben, dann müsst ihr Schweine tanky sein. Und das versuchen wir jetzt auch. Deswegen ist vielleicht auch das Thema Speed-Ticks für euch interessant. Ich habe noch kein Video zum Thema Speed-Ticks gemacht, aber was ich euch grundlegend hier mitgeben möchte, ist, wenn ihr so ungefähr bei 100 Speed, 100 Base-Speed seid hier bei dem Basiswert von eurem Monster und ihr habt die 33er Speed-Lead von Vanessa plus ihr habt jetzt noch die ganzen Arena-Tower schon ausgebaut, dann müsst ihr ungefähr 90 Speed haben. Ungefähr 90 Speed, ich bin jetzt hier bei 91 und an dem Wert könnt ihr euch so ein bisschen austarieren. Wenn ihr weniger als 101 habt, dann müsst ihr halt ein bisschen schneller als 90 Speed sein und solche Geschichten immer mit der Vanessa-Lead. Ne? Wenn ihr keine Vanessa-Lead habt, dann müsst ihr sogar noch schneller sein. Nur mal so als Hinweis, deswegen ist Vanessa auch für Tanky Defense ist nicht so schlecht, weil ihr könnt dieses Speed einfach, was man normalerweise braucht, ein bisschen einsparen. Das heißt, wir ruhen hier auf einem bestimmten Speed-Tick. Das heißt, es gibt in Summoners War bestimmte Speed-Bereiche oder sagen wir mal bestimmte Schallmauern, die man durchbrechen möchte, um entweder in dem einen Speed-Bereich zu sein oder in dem anderen. Und wenn ihr aber irgendwo dazwischen seid, genau in der Mitte beispielsweise, ist das nicht so gut, weil ihr würdet dann quasi gewisse Runenqualität liegen lassen. Weil es ist in Summoner's War so, zumindest in dem ganzen Bereich, wo ihr nicht in der RTA seid, ist es so, dass ihr dort bestimmte Bereiche habt, wo ihr lieber immer an der unteren Grenze seid, also es gerade geschafft habt, die zu erreichen, als wenn ihr irgendwo weiter oben seid und nicht den nächsten Speed-Tick mitnehmt. Dementsprechend ist jetzt alles ein bisschen, sag ich mal, für alle die Leute, die Speed-Ticks gar nicht kennen, ja, verwirrend, aber ihr solltet hier versuchen, den Speed-Tick möglichst kurz zu überschreiten und dann den Rest in Tankiness zu stecken. Ich habe mich jetzt hier für den Speed-Tick, für den 6er Speed-Tick entschieden. Nur mal so, dass ihr das mal gehört habt. Ihr müsst euch damit jetzt nicht auskennen. Ich habe ja gerade schon gesagt, auf was ihr tempotechnisch so achten müsstet bei den Gegebenheiten hier. Das heißt, ich habe mich hier, 90 Speed ist das Minimum, was wir hier brauchen, bei dem Speed-Lead und bei dem Speed-Tower im Hintergrund plus das Basis-Speed. Das sind immer die drei Faktoren, die damit reinkommen. Und ich habe mich jetzt hier für HP-Prozent-Runen entschieden. Ihr solltet also so viel HP wie möglich aufbauen, weil ihr wollt ja, also ich wollte gegen Lucian verteidigen. Lucian, gute Lucians, je nachdem mit was sie gespielt werden, können durchaus so 13 bis sogar 17 oder 18k pro Karte machen. Also 17 oder 18.000 pro Karte. Das bedeutet ja, der schmeißt drei Karten, Defignord dabei, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel dabei rumkommt. Wir haben hier Gott sei Dank ein Feuermonster, was gute Base-HP hat und dann nochmal 36, also wir sind bei 46.000, fast schon 47.000 Leben
Plus wir haben das Feuerelement, wo wir hoffen können, dass das Windmonster Lucian nicht jeden der Karten krittet, dass man hier auf jeden Fall überlebt. Und wir haben Schildruhen. Ja, Schildruhen auch nicht so schlecht, die skalieren ja auf eure HP. Deswegen wollen wir hier so viel wie möglich HP. Und Schildruhen können übrigens auch auf mehreren Monstern platziert werden und überlagern sich dann, also addieren sich auf, sodass ihr durchaus auch mehrere Schildruhen noch mit draufpacken könnt. Übrigens sind Schildruhen auch eine sehr gute Möglichkeit gegen Leo Lucifer zu verteidigen. Nur so dahingesprochen, weil der Leo muss nämlich bei Leo Lucifer mindestens 5000 Schaden machen auf der HP, nicht auf dem Schild, damit der Lucifer passiv reinkickt. Und wenn ihr zu viel Schildruhen habt, kann das auch mal nicht passieren. Dementsprechend ist die Vanessa jetzt super tanky. Der Xing Zhe ist noch ein bisschen zu schnell. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr geruht. Der müsste eigentlich, dadurch, dass Xing Zhe 117 Speed hat, wir haben wieder die 33er Speed Lead, wir haben wieder den Speed Tower im Hintergrund, der auf Max Level ist. Und dann müsste er eigentlich nur 68 Speed haben. Das heißt, wir könnten ihn hier theoretisch sogar noch eine HP-Prozent-Rune geben und versuchen, noch mehr HP draufzupacken. Oder machen manche Leute auch. Das müsst ihr testen, wie gut der Xing Zhe denn aushält mit euren Runen, wenn ihr wirklich tanken wollt. Oder ihr versucht ihm vielleicht sogar noch eine Crit-Rate oder Crit-Damage-Rune zu geben. Aber dann wieder auch mit High HP, dass er halt überlebt und nicht von Lucian einfach weggemacht wird. Das ist so eine Möglichkeit. Wichtig dabei auch noch Artefakte. Minus Wind-Damage habe ich hier auf dem Xing Zhe gehabt. Bei ihr habe ich mir jetzt Minus Wasser gemacht, weil sie ein Feuermonster ist. Man könnte ihr tatsächlich auch Minus Wind machen oder mehrere Elemente, wenn ihr die Artefakte dafür habt. Dann haben wir noch den Windig, der wäre am besten auch auf Gegenangriff. Zerstören habe ich jetzt vor allem für die Belagerungskämpfe. Windig ist ja auch ein Top-Belagerungskampfmonster derzeit. Und Schutz wäre optimal. Wenn ihr noch ein Schutzset habt, das wäre noch optimaler. Der hat jetzt noch recht viel Defense hier. Ein bisschen wenig HP für die Arena Defense tatsächlich. Also dafür müsste man ihn eigentlich umruhen. Wahrscheinlich auch hier wieder Tempo rausnehmen. Wir sind nämlich ganz weit weg vom richtigen Speed-Tick derzeit. Das ist quasi derselbe Speed-Tick, den ihr bei Vanessa habt. Müsst ihr für Windig auch annehmen. Also eigentlich 90 Speed. Das heißt, hier schmeißt ihr wahrscheinlich eine HP-Prozent-Rune rein. Und dann wird ihr nochmal deutlich mehr tanky und kann hier überleben. Dann haben wir noch Ariel, selbes Spiel dazu. Der hat jetzt 100 Speed, das heißt, ihr wollt den wahrscheinlich auch so auf über 90 Speed haben. Und der Kollege hat jetzt hier HP, HP, HP-Prozent Runen. Ich habe ihn versucht, auch noch ein bisschen Resistance zu geben. Hat nicht so ganz funktioniert, trotzdem Frostset. Vielleicht macht man hier sogar Triple Nemesis rein, dass er garantiert in den Gegner reinkatten kann. Viel HP aufbauen, weil Monster wie Lucian halt Verteidigung ignorieren. Jetzt machen wir mal einen Test, einfach um zu zeigen, was ihr auch so testen solltet, ob eure Defense hält oder eben nicht. Was ich schade finde, ist, dass man andere Defenses von anderen Freunden oder Guildenmitgliedern nicht testen kann. Das wäre mal ganz cool, dass man so sehen kann, hey, kannst du meine Defense Lucian oder sowas? Das wäre ganz cool. Wir machen das Ganze mal. Ihr müsst hier eigentlich nicht mit der 33er Speed Lead reingehen vom Psamath. Macht das jetzt einfach trotzdem, einfach nur, um es euch zu zeigen, wie ich das immer so teste. Wir machen jetzt die zweite Fähigkeit und jetzt seht ihr gleich, Overwhelm passiert und der Windig Passiv kickt rein. Was bedeutet, hier kommen direkt die Schilde hoch. Also wenn ihr jetzt smart gespielt hättet, hättet ihr einfach nur die erste Fähigkeit auf Xing Zhe gemacht, um den Passiv von dem Windig nicht zu triggern. Ihr seht jetzt, wir konnten niemanden töten. Selbst wenn wir Windig hier töten, gibt es die Möglichkeit, sollte der Psamath nicht resetten, dass Vanessa hier zurückholt. Normalerweise müsste Ariel auch seine dritte Fähigkeit benutzen, wenn er nicht geresettet worden wäre. Das heißt, man könnte, ihr seht jetzt hier anhand dessen, wie gut es hier gut das funktioniert hat, nämlich noch gar nicht, dass ihr hier zum einen, Windig braucht mehr HP, Ariel braucht vielleicht noch ein Willeset, dass er nicht geresettet werden kann. Das haben wir nämlich jetzt gerade das Problem. Und auf Vanessa könnte man jetzt anhand dessen so ein bisschen gucken und feststellen, okay, Vanessa auf Vio macht vielleicht wenig Sinn in der Defense, vielleicht brechen wir das Gewaltset komplett auf, geben ihr noch ein zweites Schildset und Wille, damit sie wieder nicht geresettet werden kann von so Monstern wie beispielsweise Psamath. Das sind so die Überlegungen, die ihr jetzt hier so ein bisschen jetzt nach und nach angehen solltet, euch rantasten solltet und dann einfach gucken, was sind so die Schwächen meiner Defense aktuell, kann ich die mit Runen beheben? Und dann nach und nach da so rantasten. Jetzt habe ich euch mal so ein bisschen den Gedankengang hoffentlich näher bringen können, wie ich so an Arena Defenses rangehe. Baut sie nicht zu tanky, baut sie nicht zu damage-lastig. Ist mir zumindest aufgefallen, es können meistens nur Spieler mit richtig guter Runenqualität noch zusätzlich, dass die Monster quasi Lucians überleben und Damage machen. Deswegen für Leute, die vielleicht erst so im Goldbereich unterwegs sind und da Defenses bauen wollen, baut sie lieber tanky, dass Leute Schwierigkeiten haben, überhaupt durchzukommen. Wenn so ein Ariel dann wieder alles hochheilen kann,
ist das deutlich besser als in anderen Varianten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, Thema Arena Defenses. Guckt auf jeden Fall immer mal wieder in die Info und bei den Rankings rein, was so derzeit gespielt wird. Das mache ich auch immer ganz gerne, um einfach wieder Ideen zu bekommen. Vielleicht zieht ihr auch mal ein Monster, was andere Leute in der Defense spielen. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen durchklicken durch die Ranglisten. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen auf dem Video da, empfehlt es gerne weiter bei anderen Leuten und abonniert den Kanal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.